Hallo Trainer, wie ich sehe, hast du einen Pokédex. Hättest du Interesse daran, als Aushilfskraft für die Aether Foundation zu arbeiten? Na klar! Wir helfen doch jedem gern. Prima, wir von der Acid Foundation haben es uns zum Ziel gesetzt, Pokémon zu beschützen. Aber damit uns das gelingt, müssen wir zuerst mehr über sie herausfinden. Deshalb sammle ich gerade Daten zu einem Pokémon namens Velosi, das auf Route 8 lebt. Die Acid Foundation liegen zwar bereits, der Acid Foundation liegen zwar bereits Daten zu ihm vor, aber wir benötigen dringend noch die Informationen aus seinem Pokédex-Eintrag. Und da kommst du ins Spiel. Bitte fange auf Route 8 ein Velursi und zeige mir seinen Pokédex-Eintrag. Du bekommst selbstverständlich auch ein kleines Honorar. Also dann, ich zähle auf dich. Ja, so solche Leute stehen übrigens auch in Pokémon-Centern, die dann in nahegelegenen Gebieten einen darum bitten oder einen bitten, in nahegelegenen Gebieten irgendwas zu fangen, zum Beispiel ein Driftlon oder ein, oh Gott, was war noch alles so? Habitak? Nee, Quatsch. Wie hieß denn nochmal dieses Terrybark? Yawgliff, genau. Okay. Genau. Du erinnerst dich übrigens an meine Warnung für Route 8? Nein? Da gibt es ein einmaliges Pokémon. Bitte ausstatten für Empfangen. Okay, da bin ich gut ausgestattet. Ich habe so viele Bälle mit und ich habe sogar ein Pokémon mit Trugschlag. Krass, gut. Leider habe ich es gerade nicht dabei, weil ich mein Team geändert Wow. habe. Oh, ich hoffe, da kommt noch ein Pokémon Center zwischendrin. Also Direkt nebenan. ich habe ein Tragosso, dem habe ich Trugschlag beigebracht. Ansonsten habe ich nichts gefunden, wo ich das machen könnte. Okay, Wir sind play along. Mitglieder der Aether Foundation, hä? Acid. Acid. Wir beschützen. Übrigens, soll ich das Logo mal in die Kamera halten? Oder ins Bild? Ja, kannst du tun. Gut. Woo, Acid. Acid. Yay. Moment. Machen wir es mal auf. Genau. Machen wir es mal kleiner. Yay. Acid. Woo, Acid. Ab morgen auf Ihrem Schulhof. Oder schon heute. Okay, wir Falls sich beschützen. jemand fragt, was trinken TV-Teams auf Drehs, das. Weil sie ja keine Markenprodukte bewerben dürfen. Ja, wie auch immer. Genau. Bla bla bla, die von Halunken wie Team Skull verletzt wurden. Flegmons Route ist zum Glück nachgewachsen. Dennoch, wie konnte Team Skull nur? Pokémon sind doch für uns so etwas wie unsere Familie. Den schneide ich auch die Wenn Schwänze ab und fress ihn. man. Oh, das klingt ja schon wieder nach. Hannibal Lecter sagt was? Ja, kommst du Der Inhalt zufällig aus von Rotenburg? Skull? Flegmons Route mag ja noch so lecker sein. Das gibt ihr ihm aber noch lange nicht das Recht, sie einfach auszureißen. Ja, man schneidet die gefälligst ab. Ja, das ist jetzt mal noch die gute Außer Wahl, mal, außerdem, man tötet das gesamte Pokémon, damit es nicht leiden muss. ne? So ein Bolzenschuss in die Stirn. So, guck mal erstmal, meinst du, das kommt schon hier? Das? Ansonsten speichere ich krieg's auch Ich weiß so. nicht wo, ich weiß nicht wo. Ich krieg's auch ohne Trugschlag. Zur Er Not. hat nur Route 8 gelesen. Und das ist Irgendwo. ein Pokémon, was du auch, glaube ich, in deinem Team haben wollen würdest. Ah, na dann. Typ 0. Das Ach wäre so, zu soll ich? einfach. Du dort, warte kurz. Hättest du einen Moment Zeit für mich? Jawohl! Den kennst du nicht, ne? Nee, den kenne ich nicht. Der sieht aber so ein bisschen, also so wie der auf seinem Arm rumtippt, erinnert er mich an so einen Charakter aus Kill la Kill. Das ist Akromas aus Schwarz und Weiß 2, der Wissenschaftler des Team Plasma, der sich zum Ziel gesetzt hat, das maximale Potenzial der Pokémon zu entfesseln. Durch Alter. Folter, aber jetzt wurden ja die Z-Attacken entdeckt. Geilo. Ein sehr schlauer, vernunftorientierter Typ, der aber nicht von seiner falschen Ideologie abzubringen ist. Okay, möchtest du den dann? Du kennst den ja sowieso ein bisschen. Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Akromas und ich bin Wissenschaftler. Meine Forschung beschäftigt sich damit, wie man den Pokémon ihr wahres Potenzial entlocken kann. Tatsache, du hast nicht gelogen. Ne? Ja. Ich bin der Ansicht, dass es an der Verbindung zu ihrem jeweiligen Trainer liegt. Deshalb bin ich sehr interessiert an Trainern wie dir, die durch einen Z-Ring mit ihren Pokémon verbunden sind. Ach ja, übrigens, ich habe dich ja noch gar nicht nach deinem Namen gefragt. Hildegard, verstehe. Das merke ich mir. Wie heißt du nochmal? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Oh Mann. Ah, übrigens, zu Hildegard habe ich noch was zu sagen. Und zwar, das Aussehen ist ja sehr angelehnt an eine Person, die ich tatsächlich im richtigen Leben kenne.
Jetzt zufällig eigentlich, eher zufällig, weil das ist ja Standard-Aussehen, aber das passt so schön. Und deswegen wollte ich es auch behalten und dann habe ich das dieser Person mal gezeigt und sie hat tatsächlich nach einer Weile dann endlich mal mitbekommen, Moment mal, soll das so aussehen wie ich? Finde ich gut. Zur Feier unseres Kennenlernens schenke ich dir eine TM. Nitro-Ladung, yeah! Nitro-Ladung! Plastik! Zwei Goldkupone! Essen! Der richtige Einsatz der Attacke Nitro-Ladung kann dir deine nächste Prüfung und den Kampf gegen den Herrscher des Schattendschungels erleichtern. Die Z-Kraft. Die Z-Kraft. Ist sie das, wonach ich suche? Übertrifft sie den Megaring? Was ist ein Megaring? Ist das eine Weiterentwicklung von Ursaring? Mega-Ursaring. Hier in Alola soll es außerdem ein sogenanntes Pokémon-Ressort geben. Eine Inselgruppe nur für Pokémon. Mhm. Ich bin froh, dass ich nach Alola gekommen bin und werde wohl eine Weile hier bleiben. Ich verabschiede mich, Hildegard. Wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder. Das kann sein. Ich liebe seine Musik, Kampfmusik. Die spielt... Unsere dritte Prüfung auf Pokémon-Lover. Ja. Der Schattendschungel wartet auf uns. Wie wär's, wenn wir Nitro-Ladung erstmal... Ist so eine geile Attacke, oder? Ja, haut rein und erhöht die Initiative. Ach, guck mal, Stärke 50. Selber genervt, oder? Warte mal, zeig mal. Ist physisch, glaube ich. Ja. Physisch, ja. Also, Feuerzahn ist ja dann weniger. Ja, aber Nitro-Ladung gibt uns dafür Initiative, die wir sonst nicht haben. Aber weißt du was? Mach einfach mal Glut dafür weg. Glut bringt uns eh weniger. Ja. So viel Spezies haben wir ja gar nicht. Ja. Genau, genau. Hulk Hogan hat Glut vergessen und Nitro-Ladung erlernt. Ja, vielleicht sollte ich dann noch langsam mal... Ich kann aber Scheidungen verlieren. So, dann wollen wir es auch gleich mal auf Platz 1 wieder setzen. Jawohl. Du erstmal den Hinterweg da hinter dem Container abchecken, ne? Hinterweg hinter dem Container, den Hinterweg. Andere Seite vom Container lang. Ja. Und hier gibt's bestimmt wieder irgendwelche. Oh, ich hab was gehört. Ein R. Der Pokémon-Sucher. Mhm. Das hört man übrigens. Oh! Geil! Wo kommt denn das dann her? Von der mexikanischen Grenze. Oh Mann. So, aber jetzt ist die Frage, kommt das nochmal? Kuckuck. Nee, Ratschwanz. Das war, ja. Aber irgendwie ist da keins mehr. Ja, Chance vertan, leider. Ja, vielleicht muss man es wirklich, also... Möchtest du jetzt schon aufhören? Ja. So, okay, dann nochmal. Versuch's nochmal. Jetzt schnell reagieren. Ja. Wenn ich sehe, sobald ich sehe. Ah. Ja, doch. Nee. Ja, nein, ja, doch. Nee. Oh. was? Ach so, ich wollte doch eigentlich, ich wollte das doch nochmal. Warum? Ein wildes warum? Ratschbast. Ratschbast. So, komm schon. Mal gucken, ob das geht. Beim nächsten Mal. Das sah doch gut aus. Ja. Und jetzt S. Oh, schade. Achso, hier, Fotoauswahl. So. Na, ich denke es. Oh nein. Oh. Naja, mal gucken, wie es bewertet wird dafür. Ich meine, es sieht heroisch aus, aber leider nicht vollständig. Es wäre cool, wenn ich ein bisschen weiter oben gewesen wäre. Ein guter Winkel, gutes Foto, obercool. Ich glaube, dir würden Selfies gut gelingen. Ich bin da aber nicht drauf, oder? Was für ein schöner, klarer Himmel. Ich mag dein Foto. Schön. Naja, Bewertung. Ist halt ein Radfratz. Kann man nichts machen. Vielleicht gibt es tagsüber ja was anderes. Radspast. Ja, genau. Hinten das war's, jawohl. Ja. So, jetzt kommt bestimmt ein Radspast. Nicht kränkeln. Oh, ein Dartignis. Und ich habe mir extra einen Dartiri gefangen. Naja gut, dann brauche ich das hier wenigstens nicht. Ich muss nur trainieren irgendwann. Ja, flüchten. Brauche ich nicht. Fiaro ist cool. Den hatte ich in meinem XY-Standard-Team. Initiative as fuck, das Ding. Im Standard-Team.
Hier, ja, das sieht so... Nee, Ständer-Tief. ist nicht so suggestiv, wie ich dachte. Guck doch mit Bisberg. Ja, mach... Ja, sobald es nicht mehr so eng ist. Okay, eng gar ist nichts. Ja, eigentlich schon, aber... Dann kommt man nicht durch. Oh, noch eine Riesenperle. Hier kommt man nämlich wahrscheinlich... Voller Perl hier auf Akala. Ja, hier ist nichts. Gut, dann... Zufällig. Ja, das ist es ja. Ja, ja. Und dann sagt's dir, kannst du hier nicht einsetzen. So, hier vielleicht noch? Nö, auch nix. Nö. Na gut. Das war's dann schon damit. Oh, eine Trainerin. Ja, dann tschüss. Eine Backpackerin. Eine nicht kämpfen? Könnten wir. Was haben wir hier auf dem Schild erstmal? Tipps für Trainer. Es gibt zwei Arten von Pokémon-Attacken. Physische und Spezialattacken. Ja, wir wissen's. Hallo. Hallo Trainerhoffnung. Sich von oben auf den Gegner zu stürzen, ist eine exzellente Strategie. Oh Mann. Okay. Ja, also ich glaube, ich will nicht, dass der sich von oben auf meine Hildegard stürzt. Frobert. Ja, das ist gerade sehr gut. Los, Hulk Hogan. Hulk Hogan. Dann mal schauen, wie jetzt Nitro-Ladung animiert ist, die neue. Es setzt Nitro-Ladung ein. Boom. Sehr schön. Und es ist weg. Und es kriegt mehr Initiative. Sehr schön. Trompec. 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 And the Trompec goes like... Du, 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 du. Gegen Turkan? Oder nee, doch? Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Ja, hast ja recht. Ach, dann lassen wir es einfach so, wie es war. Wird schon. So, dann Trompec. Kann ich ja jetzt gerne mal Feuerzahn reinhauen. Ja. Jawohl. Oh! Oh! Pflücker! Au! Oh, was? Mann. Was war das denn für wenig Schaden? Das ist ja Schiebung. Echt, ey. Noch ein Biss drauf und dann... Tja, nix mit Hoffnung. Dieser Moment, wenn dir dein Mizunda ein Trompec ins Haus schleppt. Das ist wirklich mal bei mir passiert, als wir noch einen Kater hatten zu Hause. Ich hätte auch einen Kater. Lehmschelle. Aber beim Sonntagmittag ist immer wieder gut dann. Ja. So. Hey Junge, er lernt Lehmschelle. Mhm. Turkan, Furienschlag. Haben wir da irgendwas Schlechteres? Beziehungsweise brauchen wir einen... Superschall habe ich mal mitbekommen. Ich mache das immer auf wilde Pokémon. Nie verletzen sie sich selbst. 0,0%. Ehrlich. Ich schwöre. Auf? Hä? Koran. Was? Schwöre auf Koran. Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Soll ich irgendwas wegmachen oder Furienschlag? Nee, Furienschlag ist scheiße. Ach so, lackbasiert. Im Zweifel zieht er ja nichts ab. Ja, naja, zweimal fast nichts. Aha. Konnte ich aus seiner Strategie keinen Vorteil ziehen. Ist ja schön. Ich würde jetzt kein Essen ziehen. aus dem Getränkeautomaten. Ja. Ding, 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 ding. Hypertrank. So. Willst du doch kämpfen? Ja, jetzt will ich sie von hinten überraschen. Herausfordern. Ich bin gerade auf einer Selbstfindungsreise, um herauszufinden, warum ich ständig verliere. Story of my life. Vielleicht, weil du immer so den Arsch raushängen lässt und da keiner ist. Let ass Inga. Nicht Inge. Sag mal Dinge. Sag mal Inge. Boah, da gab's heute auch eine Begebenheit mit dem Dozenten. Mitten in der Lesung klingelt das Handy. Er geht ran, meldet sich wohl eine Frauenstimme und der sagt... Ah, Inga, Schatz, ja, jetzt gerade nicht. Oh, Sie sind ja gar nicht meine Frau. Entschuldigung, ist gerade ungünstig und legt auf. Übrigens, Evoli, ich habe jetzt mittlerweile schon ein Felinara, ein Nachtara und ein Psyana. Krass, fehlen hier nur noch fünf. Und ich habe den Moosfelsen mal untersucht, den wir als Moosfelsen identifiziert haben. Und nö, ist er nicht. Der ist wahrscheinlich jetzt bei der Dings...
bei der Blattprüfung da. Mal sehen. Schattendschungel? Ja. Okay. Oh hier, ich denke zwar darüber nach, was ich falsch gemacht habe, aber ich blase bestimmt nicht. Ja, ist die nicht Trübsal bläst, ist mir klar, aber wann kommst du zu mir? Sexismus. Oh wei. Nein. Apropos, will ich auch langsam machen. Müsste ja dann auch bei der nächsten Prüfung auftauchen. So, Krabox. Sexismus? Was? So. Oh wei. Oh nein. Kein Krabox. Citro. Ja. Sine. Und die kann man dann auch auf der einen Insel auch anbauen. Oh, noch eine, die ich von hinten nehmen kann. Och, Alter. Nicht cool. Trainer gesichtet. Angriff wird eingeleitet.